Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht's heute darum, wie ihr die Platin in Hogwarts Legacy bekommt, weil ich extrem viele Kommentare auf dem letzten Platin-Video hatte, wo ich eigentlich nur gezeigt habe, dass es hier in diesen Tierwesenräumen Kisten versteckt sind, um die Platin zu bekommen, gab es viele Kommentare, die ja ein bisschen verzweifeln an der Platin. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal so einen kleinen Trophäen-Leitfaden für die Trophäen, die wirklich schwierig sind. Unter anderem auch die Sammlungstrophäe. Es gibt ja eine Trophäe, wo ihr alle Sammlungen auf komplett haben müsst. Das hatte ich ja sogar schon ein, zwei Tage nach Release. Ich sehe gerade, hier stehen, fehlen zwei. Haben die neue Gegner reingebracht? Wovon ich nichts weiß? Ist auch egal, ich habe die Sammlung. Das verwirrt mich gerade. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich im letzten Video 69 von 69 hatte. Wieso sind jetzt hier zwei Stück weg? Wahrscheinlich gab es irgendein Update und da hat sich irgendwas verschluckt wahrscheinlich. Ist aber auch egal, ich werde euch erklären, wie ihr... Hier fehlen mir vier! Zusätzliche Inhalte. Ach, sind das die DLC-Sachen? Sind das die DLC-Sachen? Checkt er nicht, da ich den DLC habe? Ist auch egal. Das ist alles off-topic. Es geht hier darum, wie ihr die Platin macht. Und da würde ich sagen, die Sammlung, das sparen wir uns fürs Ende auf, wie ihr hier alles bekommt. Verzagt nicht, es gibt ein paar Sachen, die gibt es halt nur im DLC. Deswegen habe ich hier auch jetzt gerade 86 von 90, obwohl... ich die DLC-Sachen habe. Das ist gerade ein bisschen verwirrend für mich. Ich muss gleich mal auf Suche gehen. Aber Sammlung behalten wir uns für den Schluss. Schwierig. Tierwesen werde ich euch einmal zeigen. Wir werden die Besen durchgehen. Zutaten werden wir durchgehen. Da habe ich mich auch lang für gesucht. Die Seiten werde ich einmal was zu sagen. Die Beschwörung werde ich was zu sagen. Zauberstabgriffe, da ist eigentlich ein... Ja gut, werde ich auch was zu sagen. Die Eigenschaften, ja. Werkzeuge... sind, glaube ich, ja, müsst ihr halt, ja, das ist, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Die Gegner, dazu werde ich was sagen. Und auch zu Erscheinungsbildern. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, was ich schon mal abgefrühstückt habe. Und zwar, wie ihr Level 40 kommt. Wenn wir uns hier mal die ganzen Trophäen angucken, haben erst 1,6% der Spieler Stufe 40 erreicht. Und 1,5% alle Talentpunkte ausgegeben. Wenn ihr Stufe 40 erreicht, kriegt ihr die hier quasi auch direkt, weil wenn ihr Stufe 40 seid, habt ihr alle Talentpunkte und könnt die ausgeben und habt dann direkt beide Trophäen auf einmal. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schnell levelt, würde ich euch empfehlen, hier oben einmal das Video von mir anzuklicken. Da erkläre ich euch, wie ihr früh im Spiel schnell leveln könnt. Ich würde es jetzt hier einmal ganz kurz auf ein paar Worte runterbrechen. Und zwar kriegt ihr Erfahrung für alle Aufträge, die ihr macht. Das heißt, alle Nebenaufträge machen, das gibt gut Erfahrung. Es gibt Erfahrung für alle Kämpfe gegen Gegner, deren Sammlung noch nicht voll ist. Herausforderung noch nicht voll ist. Das heißt, wenn ihr noch nicht alle schwarze Magier hier besiegt habt, könnt ihr Erfahrung sammeln, indem ihr schwarze Magier besiegt. Wie gesagt, ich habe im Video erklärt, wie das einfach geht. Sobald das voll ist, gibt es dafür keine Erfahrung mehr. Es macht also keinen Sinn, schwarze Magier weiter zu farmen, sobald ihr hier diese Herausforderung voll habt. Deswegen würde ich sagen, Handbuchseiten, Erkundung, Aufträge, Kampf, zieht das hier alles auf 100%. Und wenn ihr diese vier, fünf Sachen alle auf 100% habt, Raum der Wünsche auch sehr, sehr einfach. Einfach hier Tierwesen fangen. Tierwesen fangen gibt auch übel Erfahrung, ist auch eigentlich relativ easy gemacht. Wenn ihr das hier alles auf 100% habt, dann solltet ihr eigentlich schon ganz nah an Level 40 sein oder kurz davor. Und dann auch alle Talentpunkte haben. Gehen wir zur nächsten. Ich würde jetzt alle so einmal ein bisschen durchgehen und dazu euch ein bisschen was erzählen. Also Level 40, wie gesagt, macht die alle auf 100% die Herausforderung seit Level 40. Sammlungen zum Schluss. Merlin-Aufgaben, ja, das haben erst 2%. Da können wir mal ganz kurz uns die Karte angucken. Wie habe ich das gemacht? Ich habe erstmal natürlich alle Merlin-Aufgaben gemacht, die mir auf der Karte angezeigt wurden. Habt ihr alle abgeflogen. Sobald ihr alle abgeflogen habt und immer noch welche offen habt, dann solltet ihr Ausschau halten nach grauen Bereichen der Karte. Das hier seht ihr, ist ja gerade grün.
Und wenn das hier grau wäre, würde ich da auf jeden Fall nochmal hinfliegen. Ansonsten gibt es im Internet, das ist nur eine Google-Suche entfernt, auch eine Übersicht von allen Merlin-Aufgaben, wo ihr alle nacheinander abfliegen könnt. Ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ja, aber ist im Prinzip nicht schwer. Ihr müsst halt einfach nur mal ein paar Stunden in die Hand nehmen und alles abfliegen. Solltet ihr hinbekommen. Als nächstes haben wir Sammlung mache ich später. Züchte jede Art von Tierwesen. Okay, da will ich einmal euch erklären oder zeigen, wo alle Tierwesen sind. Einmal ist hier unten der Graphornbau. Da kommt ihr über die Story, wenn ihr alle Aufträge und Nebenaufträge macht, vor allem mit Poppy, automatisch hin. Und da wird euch auch gezeigt, wie ihr einen fangen könnt. Wenn ihr den Auftrag dann abgeschlossen habt und den ersten Graphorn gefangen habt, dann könnt ihr hier wieder hinkommen später und euch ein Männlein oder Weiblein, je nachdem was ihr braucht, holen und das in eurem Gehege züchten. Wie man züchtet, erlernt ihr auch im Laufe der Story. Dann, was selten ist, ist der Phönix. Den Phönix kriegt ihr auch über die Aufträge. Den müsst ihr aber für die Trophäe nicht züchten. Also Phönix ist nicht betroffen von der Trophäe. Was aber betroffen ist, ist das Einhorn. Und das Einhorn findet ihr, ich glaube, nur hier. Ich zeige euch das gerade mal, wo das ist. Das ist im verbotenen Wald. Hier gibt es das Einhorn. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wo ihr Einhorn findet. Da könnt ihr einmal draufklicken und auch sehen, wie ihr das fangt. Davon braucht ihr wieder Männlein, Weiblein. Und dann könnt ihr das miteinander paaren und züchten. Und ich glaube, alle anderen sollten eigentlich nicht so selten sein. Mondkalb, Knuddelhof, Knuddelmuff, was gibt's hier noch? Jobberknoll, Lila Kröte, Hippos, also es sind 12 Stück, die solltet ihr alle einmal durchzüchten und dann habt ihr auch die Trophäe. Gehen wir zur nächsten. Was habt ihr auch noch nicht? Schließe alle Nebenaufträge ab. Okay, das ist ja relativ selbsterklärend. Die Nebenaufträge, vielleicht eine Kleinigkeit dazu. Ihr seht nicht alle Aufträge automatisch hier im Auftragsmenü. Manche müsst ihr halt auf der Karte erstmal finden. Und dafür, falls ihr die Karte noch nicht komplett aufgedeckt habt, würde ich euch raten, geht einmal in jede Stadt, weil die Aufträge sind meistens in der Stadt oder in Hogsmeade oder in Hogwarts. In jede Stadt einmal bereisen und dann findet ihr alle Aufträge. Ansonsten seht ihr, könnt ihr auch anhand, wenn ihr ganz rauszoomt, anhand dieser Bereiche sehen, wo euch noch was fehlt und wo ihr schon alles habt. Da komme ich gleich bei den Sammlungen nochmal drauf zurück. Aber hier seht ihr Merlin, Handbuchseiten, Truhen, alte Magie, was ja auch wichtig ist für die Herausforderung. Landeplattform, was ihr braucht für die Sammlung und so weiter. Also ganz rauszoomen und dann seht ihr, was euch noch fehlt und was ihr schon habt. Gehen wir zum nächsten. Was fehlt noch? Alte Magie gegen jeden Gegner. Okay. Das war auch einer der Trophäen, die ich selber erst relativ spät bekommen habe, weil ich mir natürlich nicht, während ich das Game durchgespielt habe, aufgeschrieben habe, gegen wen ich alte Magie schon eingesetzt habe und gegen wen nicht. Wie habe ich es gemacht? Ich habe mir eine Liste gemacht, mein Mod hat mir dabei geholfen und bin am Ende des Games, wenn ihr alte Magie-Plätze schon relativ voll habt, ich habe es hier unten, ich verdecke es gerade, ich kann 5-mal alte Magie machen, wenn es komplett voll ist und ich bin einfach durch die Welt und habe jeden Gegner einmal mit alte Magie angegriffen. Und das war's. 32 Stück braucht ihr. Oder 36? Ich glaube 36. 36 verschiedene Gegner müsst ihr mit alter Magie treffen. Dazu gehören die Trolle, die Kobolde. Ihr vergesst nicht, ich hatte das schon mal in meinem Kritikvideo gesagt. Es gibt gerade von Kobolden und von schwarzen Magiern richtig viele verschiedene Gegner. Das heißt, nur weil ihr das gegen einen Schwarzmagier eingesetzt habt, hier zum Beispiel gegen den Erschwinder-Duellantin, heißt das nicht, dass diese ganzen anderen Gegner hier dazugehören. Ihr müsst das wirklich gegen jeden machen. Wilderer Henker, Wilderer Spurensucher, Wilderer Animagus, Wilderer Waldläuferin und so weiter und so weiter. Gegen alle Krattler,
gegen alle Trolle, gegen alle Kobolde. Und irgendwann kommt er dann auf 36 verschiedene, gegen alle Spinnen. Guck mal, wie viele Spinnen es alleine gibt. 10 Stück. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann kriegt ihr die Trophäe. Ein Tipp von mir, Lager, Arenen, Spinnenverstecke und verbotener Wald für die zwei verschiedenen Straßenköter, denn es gibt den dunkler Straßenköter und es gibt den normalen Straßenköter. Ich könnte mir gerade vorstellen, dass das der ist, der mir hier gerade fehlt, komischerweise. Des Todes, da gibt es ja noch den Grimm und der Weiße Wolf. Das sind spezielle Gegner, über die ihr sowieso stolpert, wenn ihr alles abfarmt. Aber es gibt noch, es gibt den dunklen Straßenköter und es gibt den normalen Straßenköter. Gegen beide müsst ihr auf jeden Fall die Magie machen. Wie gesagt, ich habe mir eine Liste gemacht, alle abgefarmt, den ich schon hatte, habe ich nicht mehr angegriffen, nur die, die ich noch nicht hatte. Und so kriegt ihr das hin. Gehen wir zum nächsten. Demigay-Statuen. Ja, das ist Pain. Das ist Pain. Mein Tipp, macht euch einen Guide auf. Also ich werde euch jetzt nicht jeden Standort hier zeigen, wo die Demigay-Statuen sind. Erstmal ist das übelst Arbeit für mich, für so was, wo es schon 1000 Guides für gibt. Und das ist Demigay-Statuen. Ich gebe zu, das war echt fies. Ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Also einen Tipp, wie ich das gemacht habe. Am Anfang ist es ja so, wenn ihr den Auftrag von dem Herrn Moon bekommt, dann habt ihr als erstes Alomora Stufe 1. Und was ich gemacht habe, ist erstmal die ganzen kleinen Städte abgefarmt. Das heißt, ich habe nicht in Hogsmeade oder in Hogwarts gestartet, sondern ich bin in jede Stadt gegangen. Weil in jeder Stadt gibt es mindestens einen Demigeist. Hier gibt es einen, hier gibt es einen, hier gibt es einen, hier gibt es einen. Und so gibt es in jeder Stadt einen. Und meistens, ich sag mal so zu 80%, sind die hinter einer Level 1 Tür oder hinter gar keiner Level Tür. Und danach bin ich in Hogsmeade. Weil da kriegt ihr ungefähr 4-5 ohne Alohomora. Zum Beispiel, ein paar erinnere ich mich noch. Zum Beispiel hier drin, Wälzer und Schriftrollen. Da geht ihr am Tresen vorbei. Hier hinten ist einer. Bei dem Potionladen gibt es einen. In den verschiedenen Häusern gibt es natürlich welche. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Was ich euch schon mal sagen kann, in den Keller und in Aschwinderinnen-Versteck gibt es keinen. Das hatte ich nämlich auch erst gedacht, dass da vielleicht einer ist. Ist aber keiner. Und die Demigai-Statuen sind wirklich 9 Stück hier in diesem Bereich. Also auch hier außen gucken. Hier zum Beispiel oben, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Ich bin mir fast sicher, dass hier auch einer war. Ich glaube, hier in der Mühle war einer. Das ist alles jetzt ohne Gewehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt 9 Stück in der Stadt. Manche sind hinter Level 2 und Level 3 Türen. Wie gesagt, hier bin ich mir sicher, dass einer ist. Eberkopf könnte auch sein. Müsst ihr schauen. Also so bin ich vorgegangen. Erst die Städte, dann Hogsmeade, dann Hogwarts. Weil Hogwarts ist wirklich am schwierigsten. Was gibt's noch? Was gibt's noch mit wenig Prozent? Demigeis. Besiege Gegner in allen Kampfarenen. Ja, die Kampfarenen kann ich euch gerade mal zeigen, wo es die gibt. Ihr müsst jede Kampfarene einmal abfarmen. Das hatte ich auch in dem Level-Video einmal gezeigt. Ich zeige euch es trotzdem kurz nochmal. Die Arenen sind einmal hier. Kampfarena, die müsst ihr abschließen. Könnt ihr einfach auf leicht stellen und dann die Kampfarena abschließen. Es gibt hier die Kampfarena, die ich euch zum Leveln empfehlen würde. Kampfarena der dunklen Künste. Und es gibt eine Kampfarena hier unten in Feldcroft. Hier. Kampfarena. Ich weiß nicht wieso, hier ist irgendwie kein Haken. Können wir mal kurz gucken, gibt es noch irgendwo einen? Ich guck mal gerade. Ich meine aber, es gibt 3. Und auch nur hier im Norden. Nicht im Süden. Sieht man das eigentlich so, wenn man ganz rauszoomt mit den Feld, mit den Kampfarenen? Nein, sieht man nicht.
Okay, also gehen wir nochmal rein. Hier ist eine Kampfarena. Ich gehe nochmal kurz durch. Ist ja wichtig für euch, dass das hier auch alles richtig ist. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass hier unten keine ist. Ich meine, es waren nur die drei. Also ich bin mir sicher, dass nur die drei waren. Nee, nee, hier unten war keine Kampfarena. Das müsste ich. Für die Kampfarena müsst ihr immer so ein kleines Rätsel machen. Aber wie gesagt, da empfehle ich euch oben das Video. Ja, hier oben im Süden ist keine. Es sind diese drei, die ich euch gerade gezeigt habe. Felcroft, Wald und ganz im Norden. Wenn ihr die drei gemacht habt, dann habt ihr die Trophäe schon. Das ist eigentlich eine einfache Trophäe. Wundert mich, dass die nur 5% der Spieler haben. Gibt wahrscheinlich viele Casual-Spieler, die nicht auf Trophäen gehen. So, Milkshake. Da kann ich noch was zu sagen. Das ist vielleicht nicht so einfach erklärt für alle. Wo finde ich eine Kuh? Also, ihr müsst eine Kuh finden und dann 10-mal Flippendo bei der Kuh einsetzen. Und das war es eigentlich schon. Wer wohl wohnt? Wie ging das denn hier nochmal? Flippendo. So, haben wir hier eine Kuh? 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 Schon was länger, dass ich Hogwarts gespielt habe, tatsächlich. Haben wir hier eine Kuh? Am besten sucht ihr immer hier an so einem Lager, weil hier, wie seht ihr schon, hier sind Schafe und meistens haben die dann irgendwie so ein kleines Feld, wo dann Kühe drauf sind. Der hier leider nicht. Muss ich es unbedingt zeigen? Sucht euch eine Kuh und macht bei der Kuh Flippendo. Und das 10-mal. Dann kriegt ihr die Trophäe. Und ich glaube, das sind alle seltenen Trophäen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Sammlung und das ist der größte Bereich. Alle Flohflammen, die könnt ihr einfach abfarmen. Alle Kerker, das macht ihr, wenn ihr alle Aufträge macht. Das kommt automatisch. Hauspokal Game durchspielen. Kartenkammer als Hufflepuff. Oh, da kann ich noch was zu sagen. Ihr müsst mit allen... Also ihr müsst das Game 4-mal bis zur Kartenkammer spielen. Einmal mit Hufflepuff, einmal mit Ravenclaw, einmal mit Gryffindor, einmal mit Slytherin. Das habe ich auch gemacht. Wenn ihr schnell seid, braucht ihr pro Durchlauf 2 Stunden, würde ich sagen. Ja, müsst ihr 3 neue Accounts jedes Mal machen und das Ganze jedes Mal durchspielen. Viel Spaß dabei. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Ja, da kommt ihr automatisch hin. Das ist automatisch. Jede Art von Pflanzen züchten. Ich glaube, das ist alles nicht so schwierig. Dann würde ich sagen, gehen wir zum größten Batzen und das in die Sammlung. Okay, Sammlungen. Ich würde sagen, wir starten mit den Besen, weil Besen ist am einfachsten. Ihr könnt Besen kaufen und gewinnen. Gewinnen durch Herausforderungen. Einfach alle Herausforderungen machen, dann habt ihr schon mal alle. Kaufen sage ich euch, wo ihr die kaufen könnt. In Hogsmeade natürlich bei dem Schnatztypen hier. Spind Witches Sportsbedarf. Dort gibt es 5. Dann gibt es auf der Weltkarte insgesamt 3. Einmal hier beim Ahn. Der hat einen für 5000. Hier unten bei der Priya. Priya hat einen. Hier bei Leopold Babcock. Der hat einen. Ist das auch Leopold? Ja. Leopold hat einen. Und im Süden bei Rajesh. Der hat auch einen. Wollen wir dich, Rajesh? Rohan Prakash, so war das. Rohan Prakash, der hat auch rein. Wenn ihr die alle habt, dann habt ihr alle Besen. Das war schon zu den Besen. Relativ easy, aber teuer. Ich glaube, Tierwesen muss ich nichts zu sagen. Revelo seid mal ich gleich. Zutaten, ja, das ist wichtig, weil da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert. Ah, nicht mit mir gehadert, das ist das falsche Wort. Habe ich auch ein bisschen gesucht, weil wenn ihr so auf Hogsmeade hier guckt, dann denkt ihr, ihr seht alle Läden. Aber hier unten gibt es noch einen scheiß Laden. Wasser, Wegerich und Knollenblätterpilz. Wer den Laden nicht kennt, sollte den mal abchecken. Wichtig. Sammlung. Ja, Erscheinungsbilder. Eigentlich, wenn ihr alle Herausforderungen abgeschlossen habt und alle Truhen, kommt es automatisch. Beschwörungen. Da komme ich gleich zu den Truhen zu sprechen. Gegner solltet ihr, wenn ihr alle Arenen und die Story und alle Aufträge gemacht habt, auch automatisch bekommen. Zauberstabgriffe sage ich gleich was zu. Eigenschaften. Eigenschaften gibt es nur im Lager. Und Lager seht ihr in der Karte
die sehen so aus. In jedem kleinen Banditenlager gibt es eine Truhe. Fliegt ins Banditenlager rein, holt euch die Truhe, haut wieder ab. Ihr kriegt hier einen Haken und kriegt automatisch eine Eigenschaft. Und da nochmal, ihr könnt euch hier anzeigen lassen oben, wie viele Truhen ihr schon habt. Und es gibt immer eine Truhe, hier gibt es Truhen und in diesem Lager gibt es Truhen. Und von Schmetterlingen. Schmetterlinge zählen aber nicht zu den Truhen, die ihr oben seht. Da sage ich aber gleich nochmal was zu. Also Truhen, wie gesagt, Dörfer, Lager. Farmt die alle ab. Und wenn ihr alle abgefarmt habt, dann seht ihr, hier habt ihr 117 Truhen insgesamt und solltet alle Eigenschaften haben. Ja, zurück zur Sammlung. Dann Werkzeuge, das kriegt ihr beim Wegerich und beim Pippins. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit Beschwörung, Zauberstabgriffe und Revelio-Seiten. Erstmal die Truhen. Also, ich habe ja gerade gesagt, auf der Karte seht ihr nicht alle Truhen. Es gibt hier auf der Karte 117 Truhen. Wenn ihr die habt, gibt es nochmal 14 Schmetterlinge. Ich blende euch mal hier jetzt ein Foto ein von allen Schmetterlingsstandorten. Die müsst ihr einmal abfarmen. Es gibt 14 Stück, wie gesagt. Die braucht ihr dringendst. Dann, Hogsmeade, gibt es 5 Truhen. Es sind immer nur die Truhen, die auch auf der Karte mit einem Truhensymbol angezeigt werden und nicht die Truhen, die ihr nur mit Revelio seht. Also wichtig sind wirklich die Truhen, die ihr auf der Karte seht. Hogwarts, das gleiche, sind die 35 Truhen hier oben und es sind nur die Truhen, die ihr auf der Karte seht. Wichtig. Wenn ihr das alles habt, gibt es in Hogwarts noch kleinere Räume, die sogenannten Depulso-Räume. Einmal die Halle von Hero Diana, das ist ein Depulso-Raum. Dort kommt ihr automatisch hin, wenn ihr die Aufträge macht. Dort gibt es auch eine Truhe. Hier gibt es Depulso-Rätselraum. Ich bin da drüber. Blauerweise gibt es eine Truhe. Im Depulso-Raum 2, ist der hier? Ja, Depulso-Raum 2 gibt es auch eine Truhe. Und die sind hart. Sag ich euch, wie es ist. Da habe ich auch ein paar Stündchen verbracht. Ich sehe gerade, bei Halle von Hero Diana gibt es keine Truhe. Aber in Depulso-Raum 1 und 2 gibt es eine Truhe. Dann hatte ich ja schon mal erwähnt, gibt es im Raum der Wünsche in allen 4 Vivillons, oder wie die heißen, Tiergehegen, jeweils 3 Räume mit Beschwörungen. 4 Räume mit jeweils 3 Truhen mit Beschwörungen. Checkt dafür das Video hier oben ab. Mein letztes Platin-Video, wo ich das erzählt hatte. Und dann bleiben nur noch die Revelio-Seiten. Für die Revelio-Seiten würde ich mal gerade auf meinen anderen Account wechseln, um euch das ganz genau zu erklären. Okay, ich habe rüber gewechselt auf meinen zweiten Account. Also, ihr seht hier oben 67 von 150 Buchseiten. Es ist aber wie bei den Truhen, es gibt Buchseiten, die gehören zur Platin und es gibt Buchseiten, die gehören nicht zur Platin. Und die Buchseiten, die zur Platin gehören, die seht ihr logischerweise hier, Revelio-Seiten. Es gibt in Hogsmeade welche, in Hogwarts welche und im Hochland welche. Im Hochland gibt es 4, 8, 12, warte, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 Stück. In Hogsmeade gibt es welche und in Hogwarts gibt es welche. Ihr könnt das natürlich mit einem Guide online abgleichen. Das habe ich am Ende auch für 1-2 gemacht. Gerade in Hogwarts kann es ein bisschen knifflig werden. Ihr seht hier, welche ihr schon habt und könnt dann genau sehen, welche euch noch fehlen. Als kleiner Tipp, es gibt Handbuchseiten wie zum Beispiel die fliegenden Bücher,
die Schmetterlingsspiegel, die Feuerstellen und diese Typen, wo ihr Levioso machen müsst, diese zählen nicht zu den Handbuchseiten in Hogwarts und in Hogsmeade. Es zählen nur die Handbuchseiten, die ihr einsammelt und wo ihr eine kleine Erklärung bekommt, was ihr da gerade eingesammelt habt. Ich kann mal gerade eine suchen, damit ich euch das ganz genau demonstrieren kann. Ich suche eben eine und dann sehen wir uns wieder. Übrigens, wenn ihr auf diese Flaggen hier geht, dann seht ihr immer hier oben, wie viel euch da noch fehlt. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel Flügel des Glockenturms, 6 Truhen, 34 Handbuchseiten, 2 Demigai-Statuen und den Astronomiealtar habt, dann braucht ihr da nicht mehr hin. Das heißt, dieser ganze Bereich hier außen, dieser ganze Außenbereich habt ihr dann fertig. Ich gehe da mal eben hin, weil mir fehlen hier noch ein paar Sachen, um das zu demonstrieren. Hier mal ein kleines Beispiel dafür, welche Revelio-Seiten ihr nicht braucht. Revelio. Seht ihr diese blaue Statue dahinter? Das ist diese Statue mit Levioso, die ich meinte. Die ist versteckt hinter dieser Level 1 Alohomora-Tür. Das heißt, sobald ihr Alohomora habt, könnt ihr hier hinter und euch diese Handbuchseite holen. Das ist zwar schön und gut, bringt euch aber gar nichts für die Platin. Sowohl die Truhe als auch diese Handbuchseite sind Müll. Also für die Platin-Müll. Gibt natürlich schöne Erfahrungen und irgendein Item, aber sind Müll. Ich gehe mal jetzt weiter zu einer Handbuchseite, die wirklich euch voranbringt für die Platin. Gucken, ob ich schnell eins finde. Hört ihr? Ihr hört ein Piepen, ein Klingeln, das heißt, es gibt irgendwo eine Seite. Und da vorne sehe ich sie schon. Seht ihr sie? Das ist so eine an so einem Bild. Und die ist trophäenrelevant. Weil die sammelt ihr ein und dann habt ihr hier, dann seht ihr, was da geschrieben wird. Das ist relevant für die Platin. Alle anderen Seiten, wo nichts steht, die ihr einfach nur einsammelt, das heißt, irgendwelche Bücher, die irgendwo rumfliegen, die Levioso-Seiten und so weiter, sind nicht trophäenrelevant. Das gilt auch in Hogsmeade. In Hogsmeade gibt es auch viele Seiten, die nur rumfliegen und rumfliegen und die Bilder, die Spiegel mit den Schmetterlingen, die sind alle nicht trophäenrelevant, sind nur die relevant, wo was geschrieben steht. Und die müsst ihr einsammeln. Im Hochland gibt es keine Handbuchseiten, die nicht trophäenrelevant sind. Alle Handbuchseiten, die ihr im Hochland findet, sind trophäenrelevant. Im Hochland ist es auch so gut, dass ihr die Handbuchseiten auf der Karte sehen könnt. Wenn ihr ein Dorf bereist, eigentlich in jedem Dorf, gibt es auch eine Handbuchseite. Und wenn ihr dann dort vor Ort seid, dann seht ihr die auch tatsächlich. Es wäre natürlich jetzt ein super geiler Zufall, wenn ich hier... Da! Ich hab's, perfekt. So, ihr seht das einfach auf der Overworld. Ihr könnt also nichts verkehrt machen. Hochland ist am einfachsten, die Handbuchseiten zu sammeln. Gibt natürlich auch schöne Erfahrungen. So könnt ihr die Handbuchseiten bekommen. Es wird die letzten ein, zwei Handbuchseiten, glaub mir, im Hogwarts vor allen Dingen, mit den Demigai-Statuen und mit den Truhen, es wird ein Graus. Holt euch einen Guide, wenn ihr nicht so lange gucken wollt. Es sollte eigentlich kein Problem sein, euch alles anzeigen zu lassen, wo es was gibt. Es gibt mittlerweile interaktive Maps, wo ihr euch alles angucken könnt. Und ich würde sagen, mit den ganzen Informationen, die ich euch an die Hand gegeben habe, solltet ihr eigentlich in der Lage sein, Platin zu bekommen. Ich habe 50 Stunden oder so gebraucht. Wir können mal gerade nochmal wechseln auf meinen anderen Account. Ich speichere mir das mal gerade, was ich hier gemacht habe, weil die Handbuchseite nehme ich mal eben mit. wie viel Spielzeit ich da habe. Und als kleiner Wermutstropfen hier meine Spielzeit. 52 Stunden habe ich gebraucht. Also, nicht ganz. Ich habe auch ein bisschen rumgespielt. Aber so 50 Stunden würde ich schon sagen, habe ich gebraucht, um die Platin zu bekommen. Wenn man schnell ist, mit den Guides und so, schafft man es bestimmt auch schneller. Also viel schneller. Ich habe auch relativ lang gebraucht für die Story an sich. Und wenn jetzt noch Fragen offen sein sollten, die ich nicht beantwortet habe, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche, alle Kommentare zu beantworten. Also fundierte Kommentare, keine Unsinn-Kommentare. Mich würde sehr ein Like auf dem Video freuen. Ein Follow auf den Kanal, wird demnächst vielleicht noch ein bisschen mehr zu Hogwarts geben. DLC ist ja nicht geplant, aber es gab die Meldung, dass es einen neuen Teil geben soll.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.